prinzipiell ja. Ich habe das Gefühl, dass das, was ein Gedicht ausmacht, also nämlich dieses Geheimnis, dass sich das mit zunehmendem Sprechen eben entzieht. Deshalb ist es mir, glaube ich, auch als Form nahe, weil es immer diesen Fluchtimpuls hat. Also Gedichte sind natürlich auch autobiografisch. Der Vorteil bei Gedichten ist eben, man merkt es nicht sofort. Also Gedichte funktionieren eigentlich wie eine Art höheres Tagebuch, weil es die Dinge nochmal anders auf den Punkt bringt. Im Kopf. Im Kopf und am Schreibtisch. Selten unterwegs. Also unterwegs entsteht oft ein Kern oder eine Zeile. Die ist ausgedacht. Nein, die ist natürlich nicht ausgedacht, sondern die gibt es ja meistens schon. Gerade auch was die Gedichte in dem letzten Band angeht. Das greift ja alles auf Formen zurück, die es schon irgendwie mal gab. Aber es ist ein Unterschied, ob ich ein Gedicht schreibe, was sich an eine feste metrische Form mit einem Reimschema hält. Da steht dann die Form natürlich am Anfang. Oder ob ich sogenannte freie Verse schreibe, wo sich das Gedicht dann stärker die Form selber sucht. Es gibt keine Freiheit. Die Unbegrenztheit der Möglichkeiten schwindet natürlich mit jeder weiteren Zeile. Das eine zieht dann eben das andere nach sich. Und letztendlich soll es ja auch so sein, dass dann am Ende etwas entsteht, was eben auch formal einen Zusammenhalt hat. Weil es manchmal nicht das passende Wort gibt. Und dann muss ich eins erfinden. Ich greife ja eigentlich auf das zurück, was schon da ist und baue das maximal neu zusammen. Wenn ich auf mein Gedicht auch als etwas gucken kann, von dem ich zwar schon weiß, dass ich das gemacht habe, aber was für sich ist, was sich auch von mir abgelöst hat, dann ist es fertig, ja. Und natürlich auch, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte das so nicht nochmal machen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Naja, es geht nicht ohne. Es ist ja letztendlich alle Sprache. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass die verbale Sprache nicht alles abdeckt, sondern dass es Lücken gibt, dass es Ausdruckslücken gibt, die eben poetisch auffüllbar sind. Oder manchmal sind sie eben auch nicht auffüllbar und dann ist die Lücke selbst vielleicht das poetische Moment. Wenn alles gesagt ist, ist alles gesagt. Also es gibt für mich keine übergroße Angreifbarkeit dadurch, dass ich alles Mögliche über mich preisgebe. Also es gibt nie die Angst vor der inhaltlichen Blamage. Es gibt immer nur die Angst vor der formalen Blamage. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendetwas gibt, über das ich grundsätzlich nicht schreiben würde. Ja, also es ist ja viel anstrengender, etwas die ganze Zeit nicht zu sagen oder etwas unbedingt als Geheimnis behalten zu müssen. Wobei ich nicht für die totale Offenbarung bin, ich bin schon auch für das Geheimnis jetzt zu haben.